2009 wurden die Menschen in Ishikawa in Japan Zeugen eines noch nie zuvor gesehenen Regens. Es regnete Kaulquappen. Eine Theorie geht davon aus, dass ein heftiger Sturm die Kaulquappen erfasste und davontrug. Eine andere Möglichkeit wären Möwen, die sie auf dem Weg zu ihrem Nest fallen ließen. Manche Wissenschaftler glauben, eine Wasserhose hätte sie in die Luft gewirbelt und später herabregnen lassen. Übrigens fanden die Menschen an diesem Tag nicht nur Kaulquappen, sondern auch Frösche und Fische. Und ja, es kann auch Würmer regnen. Manche Menschen behaupten, sie hätten sogar schon Schlangen vom Himmel fallen sehen. Igitt! Es war ein schöner Frühlingstag in Bath County, Kentucky. Mrs. Crouch stellte in ihrem Garten Seife her, als es plötzlich anfing, Fleisch zu regnen. Und das war kein Hackfleisch, sondern Brocken von 7,5 cm Durchmesser. Zwei Freiwillige waren mutig genug, das knorpelige Fleisch unbekannter Herkunft zu probieren und sagten, es schmecke wie Lamm oder Wild. Aber sie waren keine Gourmets. Es stellte sich heraus, dass es Rindfleisch war. Zu solchen Vorfällen kam es auch in Europa schon. Die einzige logische Erklärung für diesen Fleischregen wären Bussards, die im Flug ihre Beute fallen lassen. Ohne Ballast sind sie leichter und können besser fliegen. Wow, ich wünschte, es würden mal Donuts regnen. Regen ist in Oakville, Washington nichts Ungewöhnliches. Doch für diesen Guss gibt es keine vernünftige Erklärung. Statt normaler Regentropfen fielen durchsichtige, gallertartige Tropfen vom Himmel. Sie bedeckten eine Fläche von fast 50 Quadratkilometer. Menschen, die mit dem Regen in Kontakt kamen, berichteten, dass sie sich am nächsten Tag nicht gut fühlten. Wissenschaftler untersuchten die Tropfen und entdeckten menschliche weiße Blutzellen in ihnen. Spätere Tests widersprachen diesen Ergebnissen jedoch. Manche Menschen glauben, es wären verdunstete Quallen gewesen oder einfach nur der Abfall eines Passagierflugzeugs. Fast dasselbe geschah 2012 in Dorset, Großbritannien. Während eines Hagelsturms fanden die Menschen Gelatinekugeln zwischen den Hagelkörnern. Forscher sicherten sie mit einem Kühlschrank. Doch das wäre gar nicht nötig gewesen. Die schleimigen Kugeln schmolzen auch bei Raumtemperatur nicht. Niemand weiß, woher diese Tropfen kamen. Die erste Idee war, dass Vögel die Eier irgendwelcher Wassertiere in die Luft getragen hatten. Später zeigten Tests, dass die gallertige Substanz eine Chemikalie, die als Wassersperre auf gängige Produkte aufgetragen wird, war. Sie schützt zum Beispiel Kabel vor Wasser. In Australien sind Spinnen etwas Lästiges. Und um Menschen noch mehr zu nerven, haben sie sogar fliegen gelernt. Spinnenregen ist dort nämlich gar nichts Seltenes. Die Tiere klettern in eine Baumkrone. Dort spinnen sie mehrere Seidenfäden, die sie in die Lüfte heben. Diese schwebenden Spinnen sind schwer zu erkennen. Aber manchmal, wenn es besonders feucht ist, kommt es zu Massenausflügen. Es sieht aus, als würde es schneien. Stattdessen schweben unzählige Spinnen zu Boden. Wenn du jemals am Fluss Mekong gewesen bist, hattest du vielleicht das Glück, glühende Kugeln, die aus dem Wasser aufsteigen und in die Luft schweben, zu sehen. Sie werden von den Einheimischen Naga-Feuerbälle genannt. Die kleinen rötlichen Bälle können so klein wie Kirschen oder so groß wie Wassermelonen sein. Die Anzahl an Feuerbällen pro Nacht variiert zwischen Dutzenden und Tausenden. Wissenschaftler haben keine sichere Erklärung für das Phänomen. Es könnte ein entflammbares Gas sein, das aus den Sümpfen aufsteigt. Ein lokaler Aberglaube macht eine riesige im Mekong lebende Schlange verantwortlich. Eine Wasserhose ist ein Tornado, der nicht an Land, sondern über dem Wasser entsteht. Die Geschwindigkeit so einer Hose kann wirklich hoch sein. Das Wasser wird zum Teil mitgerissen. Sogar Fische und Schildkröten können in die Luft getragen werden. Fischregen lässt sich zum Beispiel durch dieses Wetterphänomen erklären. Dasselbe kann auch mit Schnee passieren, kommt aber sehr selten vor. Es gibt nur 6 Fotos von Schneetornados. 4 davon stammen aus Ontario. Für dieses Wetterphänomen muss das Wasser warm genug sein, um Nebel zu produzieren, während die Luft sehr kalt ist. Nahezu unmöglich. Lava ist rot, der Himmel ist blau. Wir sind auf der Sonnenseite. Ich weiß es genau. Okay, der war nichts. Aber das mit der roten Lava kann auch mal anders sein.
vor allem wenn Lava von dem Vulkan Kawain in Indonesien fließt. Tags ist sie typisch rot, doch nachts wird sie lumineszierend blau. Dahinter steckt keine Zauberei, einfach nur tonnenweise Schwefelsäure. Der Vulkan verfügt außerdem über den größten sauren Kratersee der Welt. Das Wasser ist so türkis, dass du am liebsten reinhüpfen willst. Aber das solltest du lieber lassen. Auch das Feuer des Vulkans ist blau und es ist das größte blaue Feuer der Welt. Es steigt 5 Meter in die Höhe. An manchen Orten sieht das Wasser wie Glas aus. Weiße Salzbecken sehen wie Fenster oder gar Portale in geheime Welten aus. Solche Meerwassersalien findet man in Frankreich und Indien. Aber die karge Salt Ponds in der Küstenregion um San Francisco sehen wegen ihrer Farbe noch verrückter aus. Die Töne variieren. Sie können tiefblau, grasgrün, orange, blutrot, zinnoberrot oder sogar magenta sein. Die Farbunterschiede hängen mit dem unterschiedlichen Salzgehalt und den winzigen Mikroorganismen, die dort leben, zusammen. An der Ostseeküste bei Kaliningrad in Russland gibt es einen rätselhaften Nationalpark namens Tanzender Wald. Die Kiefern dort sind alle verbogen und verdreht. Den Wald gibt es erst seit den 60ern, als die Kiefern gepflanzt wurden, um den Dünensand zu stabilisieren. Vielleicht liegt es an dem instabilen Sand, dass die Bäume sich verformen. Eine andere Theorie macht die starken Winde verantwortlich. Manche Menschen vermuten dahinter etwas weitaus Mysteriöseres. Sie sagen, in diesem Wald treffen positive und negative Energien aufeinander. Die Einheimischen behaupten, wer durch einen der Ringe dieser Bäume klettert, lebt ein Jahr länger. Das pochende Summen in Taos, New Mexico, treibt die Einheimischen seit den 1990ern in den Wahnsinn. Ein tieffrequentes Summen raubt den Leuten den Schlaf. Die verzweifelte Suche der Wissenschaftler nach der Quelle des Summens war bisher erfolglos. Man vermutet mechanische Geräte oder Tiere. Für das Summen von West Seattle zum Beispiel waren Krötenfische verantwortlich. Ähnliche Geräusche wurden auch in Großbritannien, Australien und anderen Regionen der USA registriert. Zum Glück können nur 2% der Bevölkerung das Summen hören. Leuchtende Nachtwolken oder einfach nur Nachtwolken sind so selten, weil sie sich erstens nur im Sommer bilden und zweitens nur zwischen dem 50. und 70. nördlichen oder südlichen Breitengrad auftreten. Um solche Wolken zu sehen, muss die Sonne bereits am Horizont verschwunden sein, aber immer noch die Wolken in der Atmosphäre anstrahlen. Für die höchsten Wolken in 80 Kilometer Höhe ist das möglich. Am Tag können wir sie nicht sehen, weil sie zu blass sind. Feenringe, auch bekannt als Elfenringe oder Hexenringe. Sie sind die auf rätselhafte Weise in Kreisform wachsenden Pilze auf Wiesen oder im Wald. Warum diese Pilze in einem nahezu perfekten Kreis wachsen, weiß keiner. Der Legende nach verbrennt beim Feentanz der Boden und fördert so das Wachstum der Pilze. Ein Fünkchen Wahrheit enthält diese Geschichte sogar. Die Pilze wachsen an Stellen, wo das Gras vertrocknet ist. Der Fluss Amazonas ist mit 6.500 Kilometern eines der längsten Flüsse der Welt. Das entspricht der Entfernung von Wien und Neu-Delhi. Aber es gibt einen Fluss in Südamerika, der sogar doppelt so groß ist. Er ist erstens breiter und wurde zweitens noch nie gesehen. Er heißt Hamsa und verläuft 4 Kilometer unter dem Amazonas. Wissenschaftler entdeckten ihn vor 10 Jahren im Jahr 2011. Nicht blinzeln, sonst verpasst du das seltenste Wetterphänomen. Rote Kobolde sind elektrische Entladungen am Himmel, die wie Polarlichter aussehen. Sie sind extrem energiereich, etwa 10-mal stärker als ein normaler Blitz, dauern aber nur Sekundenbruchteile. 1989 gelang das erste Foto. Bis heute gibt es nur wenig Bildmaterial von diesen sonderbaren Blitzen. Um rote Kobolde aufnehmen zu können, muss eine Kamera 7000 Bilder pro Sekunde aufzeichnen. Puh, da bin ich raus.